Bam, 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 bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mami Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Mami Made YouTube-Kanal gibt es jede Woche ein neues Tutorial aus den Bereichen Nähen und Do-It-Yourself. Wenn das etwas ist, woran ihr Freude habt, dann abonniert doch den Kanal. Das hilft unter anderem auch mir in meiner Arbeit hier auf YouTube weiter. Herzlichen Dank, wenn ihr mich auf diese Art und Weise unterstützt. Wenn ihr kein zukünftiges meiner Videos verpassen möchtet, müsstet ihr zusätzlich das Glöckchen aktivieren, denn nur mit dem aktivierten Glöckchen informiert euch YouTube auch über neue Videos. Wir haben in letzter Zeit hier auf dem Mommy Made YouTube-Kanal das ein oder andere Täschchen mit einem Reißverschluss genäht. Und ich habe diese Tutorials bewusst immer wirklich sehr, sehr ausführlich gemacht, gerade wenn es um das Eingehen des Reißverschlusses geht, weil ich genau weiß und mich noch sehr, sehr gut erinnern kann, was für ein großer Angstfaktor mit dem Einnähen von Reißverschlüssen in der Regel gerade für Nähanfänger verbunden ist. Und damit ich das aber ab jetzt nicht in jedem Taschentutorial so ausführlich machen muss, habe ich gedacht, nehme ich jetzt hier einmal ein Tutorial auf, beziehungsweise einen Zusammenschnitt der ganzen Tipps zum Thema Reißverschluss einnähen und insbesondere der Frage, was es mit einem Reißverschlussfuß auf sich hat, wie man den im Idealfall einsetzt und welche Möglichkeiten ihr dann habt, auch die Optik des Ergebnisses zu beeinflussen. Ich hoffe, das hilft euch für eure zukünftigen Projekte weiter. Viel Spaß! So, die allermeisten Taschen, die ihr wahrscheinlich so nähen werdet und die wir hier auf dem Mommy Made YouTube-Kanal nähen werden, gibt es einen Außenstoff und einen Innenstoff, also ein Futter. Und der Reißverschluss muss irgendwie zwischen diese beiden Lagen. Das heißt, diese Projekte fangen in der Regel immer damit an, dass man den Reißverschluss auseinanderzieht. Manchmal auch nicht, es kommt aufs Projekt an. Aber der Reißverschluss oder eine der Reißverschlusshälften wird in jedem Falle dann erstmal mit der rechten Seite, also mit der Wulst des Reißverschlusses nach unten liegend, rechts auf rechts, auf den Außenstoff gelegt. Da festgeklipst, dann kommt auf dieses Konstrukt der Innenstoff rechts auf rechts oben drauf und wird in die bereits festgemachten Clips einfach mit reingeklipst. So sieht das Sandwich dann hinterher aus und damit geht ihr dann an die Nähmaschine. Ich habe an meiner Nähmaschine einen einfachen Geradstich mit einer Stichlänge von 2,5 mm eingestellt. Das ist bei mir die Standardeinstellung. So, wir wollen jetzt hier an der Raupe entlang nähen, die ihr ertasten könnt. Am besten geht das mit einem Reißverschlussfüßchen. Bei Bernina ist das dabei und hat die Nummer 4, dann C oder D oder irgendein Buchstaben dahinter. Bei euren Maschinen wird das in der Regel so ähnlich aussehen. Wichtig ist, dass hier rechts und links eine Kante ist, die euch ermöglicht, mit der Nadel näher an den Steg zu nähen. Ihr könnt das aber auch mit dem normalen Standardnähfuß nähen. Ich zeige euch, wie das geht und was dann passiert und was der Unterschied zum Reißverschlussfuß ist. Also, wenn ich mir mein Füßchen jetzt hier absenke, die Raupe ertaste und das Füßchen so ansetze, dass die Kante des Füßchens ganz genau hier an der Raupe entlang geht, dann seht ihr anhand des Schlitz in der Mitte meines Nähfußes, wo der Bereich ist, in dem ich meine Nadel bewegen kann. So, jetzt müsste ich, wenn ich das mit diesem Fuß nähe, meine Nadel so links stellen wie möglich. Bei den allermeisten Maschinen gibt es Tasten dafür, mindestens eine für eine linke Nadelposition und eine mittlere. An manchen Maschinen, wie an der Bernina, habt ihr hier Tasten, mit denen ihr schrittweise rüberwandern könnt und die Maschine automatisch aufhört, wenn sie weiß, sie ist in der maximal linkesten Position, die ihr möglich ist mit diesem Nähfuß. So, jetzt senke ich hier einmal die Nadel ab, damit ihr das seht, beziehungsweise nähe ich mal ein paar kleine Stiche. Dann seht ihr, hier geht die Raupe entlang. Ich male das mal an, damit ihr das besser sehen könnt. Also hier, da wo der Bleistiftstrich jetzt ist, ist die Stelle direkt neben meiner Raupe, die hier hochsteht. Und die Naht, die so nah dran kam wie möglich, ist jetzt, ich würde sagen, so 4 bis 5 mm davon entfernt. Das ist okay, das kann man so nähen. Führt aber dazu, dass, wenn ihr das hinterher auseinanderklappt, da seht ihr es, später relativ viel von diesem Reißverschluss, also von dem Stoff des Reißverschlusses, sichtbar sein wird. Wir drehen das nachher um und stecken den Stoff ab. Dabei könnt ihr das ein bisschen korrigieren, indem ihr hier eine Art Stoffschlaufe legt und euch näher ran schummelt
und das dann hier absteppt. Dadurch könnt ihr das reduzieren. Mit dem Reißverschlussfuß kommt ihr direkt initial bei der Naht näher dran. So, ich demonstriere mal eben. Mache das an der gleichen Stelle, senke den Nähfuß ab, ertaste mir die Raupe und setze die Nähfußkante da drauf. Und auch hier ist die Nadel nach wie vor, da hat sich nichts verändert, in der linkesten Position, die irgendwie möglich ist. So, wenn ich jetzt die Nadel absenke, dann ist die wirklich direkt an dieser Raupe dran. Und wenn ich jetzt ein paar Stiche nähe, dann könnt ihr hier sehen, dass meine Naht ziemlich genau entlang dieser Bleistiftlinie hier direkt an der Raupe verläuft. Jetzt hätte ich diese Demonstration mit einem noch kontrastreicheren, in diesem Falle wahrscheinlich schwarzen Garn am besten gemacht, aber ich denke, ihr konntet das trotzdem erkennen. Wie gesagt, ihr könnt das nähen mit dem normalen Nähfuß. Wenn ihr einen Reißverschlussfuß habt, verwendet den. Und zurück im Text. Wir setzen unseren Nähfuß ganz knappkantig an der Raupe auf, am Anfang des Stoffes, verriegeln hier vorne, nähen an der Strecke entlang und verriegeln hinten wieder. Bam, 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 bam. Verriegeln. Nicht wundern, dass es bei mir nicht vor und zurück ging. Ich habe hier eine Punktvernähung, das macht die Maschine für mich automatisch. Wenn ihr das nicht habt, dann näht ihr ein paar Stiche vor, wieder ein paar Stiche zurück und näht dann die ganze Strecke. Bam, 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 bam. Manchmal werdet ihr in die Situation kommen, dass ihr euren Reißverschluss an eine Rundung anbringen sollt. So, dieser Reißverschluss muss hier einmal ringsherum angenäht werden. Ich stecke mir den fest und beim Feststecken stelle ich fest, dass wenn ich hier um die Rundung will und das hier so feststecke, der sich so blöd hochwellt. Und das wird sich natürlich spätestens beim Annähen irgendwie schwierig gestalten. Und um das zu lösen, schneide ich die Nahtzugabe an meinem Reißverschluss an dieser Stelle schon mal ein. Das heißt, ich habe hier von hier bis da grob, wo meine Finger jetzt sind. Und in diesem Bereich schneide ich mir ganz vorsichtig den Rand dieses Bandes, also die Nahtzugabe, leicht ein. Nicht zu weit. Wir wollen damit nur erreichen, dass wir das ordentlich in die Rundung legen können. Ich bin immer erstmal ein bisschen vorsichtig, probiere das dann aus und schneide dann gerne noch ein bisschen weiter. Aber ich möchte nicht so weit einschneiden, dass ich hier hinterher nicht mehr gescheit nähen kann. Wenn ich das gemacht habe, stecke ich mir meinen Reißverschluss hier an der Rundung ordentlich fest. Was dann jetzt dank dieser Einschneidungen kein Problem mehr darstellt. So oder so ähnlich sieht das jetzt bei euch aus. Also rechts auf rechts genäht mit den Reißverschlusshälften oben und unten dazwischen. Jetzt drehen wir uns das Ganze richtig herum. Halten uns an unserer Reißverschlussraupe fest und falten und formen die anderen beiden Stoffteile, also die schöne Außenseite und die natürlich auch schöne Innenseite, nach unten. Und jetzt gehen wir damit unter die Nähmaschine und steppen das hier einmal knappkantig ab. Wir wollen, dass hier noch genug Platz ist, dass der Zipper hier nachher vorbeigleiten kann. Achtet also darauf, dass ihr das Ober- und auch das Innenmaterial jetzt nicht zu nah an die Raupe drückt. Das Problem habt ihr nicht, wenn ihr mit einem normalen Nähfuß genäht habt, dann seid ihr da eh nicht so nah dran. Wenn ihr mit einem Reißverschlussfüßchen genäht habt, guckt, dass ihr den Reißverschluss wirklich ordentlich nach außen zieht und das Material davon weg. Wenn ihr störrisches Material habt, wie ich jetzt hier mit diesem Kunstleder, dann kann es durchaus hilfreich sein, hier auch nochmal Klammern zum Fixieren festzumachen. In aller Regel ist das nicht notwendig. Das ist jetzt, weil, wie gesagt, dieses Kunstleder so ein bisschen sich wehrt. Was natürlich je nach Material auch hilft, ist an dieser Stelle einmal drüber zu bügeln. Das mache ich jetzt nicht. Im Normalfall, wie gesagt, reicht es, wenn ihr euch das hier ordentlich hinlegt, da ein paar Mal drüber streicht und ohne irgendwelche Klammern an die Nähmaschine geht. Achtet, wie gesagt, bevor ihr näht, sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite darauf, dass der Stoff wirklich ordentlich von der Raupe wegliegt. Bei mir ist das jetzt, wie gesagt, ein bisschen Fummelei. Das liegt hauptsächlich an meinem Außenmaterial und es liegt aber auch daran, wie nah ihr am Anfang direkt an den Reißverschluss rangenäht habt. Ich habe sehr, sehr nah daran genäht,
weil ich das hübscher finde, als wenn da ganz viel Reißverschluss noch mit rausguckt. Wenn ihr hier weniger Fummelei haben möchtet, wenn ihr ein kleineres Risiko haben wollt, dass sich der Reißverschluss irgendwie in dem Stoff verfängt, während der da lang gleitet, dann könnt ihr beim Zusammennähen an der Nähmaschine vorher darauf achten, dass ihr vielleicht die Nadel nicht in die ganz links möglichste Position, sondern wenn ihr stufenweise verstellen könnt, einen Millimeter daneben oder so näht, also nicht ganz an die Raupe dran näht. Das wären aber Details, wenn ihr schon mal eine Tasche genäht habt und dann irgendwie feststellt, dass ihr es das nächste Mal gerne anders haben möchtet. Voraussetzung ist, wie gesagt, eben auch, dass eure Maschine die Nadelposition schrittweise verstellen kann. Wenn ihr euren Reißverschluss an beiden Seiten ordentlich freigelegt habt, gehen wir damit unter die Nähmaschine und steppen hier, wie gesagt, einmal knappkantig auf dem Außenmaterial durch alle Lagen hindurch die Kanten ab. Ich habe jetzt hier nach wie vor mein Reißverschlussfüßchen dran, mit dem ich mich jetzt auf der linken Seite der Raupe entlanghangle, ganz knappkantig, und dabei immer hier vor dem Füßchen gucke, dass ich mir den Stoff beiseite ziehe, damit der sich nicht hochfaltet. Die Nadel muss jetzt in die rechtere Nadelposition, also sie muss rechts von diesem Steg des Füßchens auftreffen. Dafür stellt ihr, wie gesagt, die Nadel an eurer Nähmaschine entweder in die rechte Nadelposition oder, wenn ihr schrittweise verstellen könnt, die war hier drüben, einfach so weit rüber, bis eure Maschine sagt, ja, da passt das, da kann ich nähen. Wenn ihr dann da die Nadel absenkt, seht ihr auch, wie knappkantig ihr das Ganze jetzt hier feststeppt. Nach wie vor mit einem einfachen Geradstich. Und auch hier wieder am Anfang und am Ende der Naht verriegeln. Bam, 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 bam. Sieht dann von der Außenseite so aus. Und von der Innenseite so. Auch hier ist der Stoff ordentlich von der Kante weg. Und jetzt könnt ihr euren Zipper auffädeln. So, herzugehen und versuchen, beide Seiten da reinzukriegen, wird nicht funktionieren. Braucht ihr gar nicht erst versuchen. Was wir tun müssen, um uns das Leben leichter zu machen, ist auf einer der Seiten, könnt ihr euch aussuchen, welche, diese Zähnchen zu entfernen. Nehmt ihr euch eure Schere und schneidet etwa einen Zentimeter von diesen Zähnchen ab. So. Dann sieht das so aus. Jetzt nehmt ihr euch euren Zipper oder Schieber mit der Rundung in die Richtung des Reißverschlusses und fädelt als allererstes die Seite auf, wo alle Zähnchen noch dran sind. Und zwar so weit, dass ihr den an der Stelle habt, wo die Zähnchen auf der anderen Seite beginnen. So, also den kann ich euch kurz zeigen. Der ist jetzt hier auf dieser einen Seite drauf. Den könnt ihr da hoch und runter ziehen. Alles gut. Und jetzt kommt die zweite Seite hier rein. Guckt, dass ihr die Enden auf einer Höhe habt und versucht, die festzuhalten. Und den Zipper dann weiterzuziehen. Und das war's eigentlich auch schon. Wenn ihr diese beiden Markierungen habt, dreht ihr das Ganze wieder auf links. Das wird einfacher, wenn man den Reißverschluss zur Hälfte etwa öffnet. Hier ist mein Knips. Da ist meine Reißverschlussraupe und die Mitte der Reißverschlussraupe lege ich genau auf den Knips und stecke mir das fest. Und das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil der Reißverschluss offen ist. Ich kann den natürlich noch ein bisschen weiter zuziehen, aber wir wollen gleich hier nähen. Das heißt, zu nah dran würde ich ihn nicht machen und guckt, dass ihr das Zugteil auf jeden Fall in Richtung Tasche steckt. So. Da ist unser Knips, da muss die Mitte der Raupe drauf. Wer jetzt Angst hat, dass ihm das nachher auseinanderrutscht, der kann sich das Leben deutlich leichter machen, indem er jetzt einfach kurz zu Nadel und Faden greift. Ich weiß, ganz viele von euch möchten sowas immer nicht, aber es sind diese kleinen Handnäh-Hacks, die euch echt das Leben leichter machen. So, und jetzt geht ihr einfach her und piekst hier ganz am Rand rein. Und näht euch diese zwei Raupenteile so ein bisschen aneinander fest. Ihr könnt damit natürlich auch unter die Nähmaschine gehen und das mit ein paar Stichen aneinander festnähen, damit euch das hinterher nicht auseinanderrutscht. Ich finde das hier tatsächlich schneller und einfacher. Und es müssen auch echt nicht viele Stiche sein. Aber das führt dazu, dass das hier zusammenhält und ihr gleich an der Nähmaschine keine Angst haben müsst, dass euch die irgendwie auseinanderklaffen und das hinterher blöd wird.
Das muss auch gar nicht ordentlich sein, weil das verschwindet hinterher in der Nahtzugabe. Das ist total egal. So, ich mache da nicht mal einen Knoten rein. Das war's schon. So, und jetzt haben wir nämlich hier sowas wie eine gescheite, normale Reißverschlussraupe, die wir dann wieder hier mittig auf unseren Knips, unsere Markierung, die hier ist, legen können und das Ganze da fixieren können. Wenn ihr einmal wisst, wie es geht, könnt ihr euch für zukünftige Taschen immer selber aussuchen, ob eure Taschen an einem oder an beiden Enden des Reißverschlusses ein solches Zugband haben sollen, an dem man sich festhalten kann, wenn man den Reißverschluss auf- oder zuzieht. Meine soll das bekommen und ich mache das aus Webband. Wenn ihr Webband oder auch solches Schrägband habt, braucht ihr davon 5 cm. Wenn das schon so gefaltet ist, wie mein Schrägband jetzt hier, also keine offenen Kanten nach außen hat, dann reicht es, wenn ihr die 5 cm einfach halbiert, so wie ich das hier mit meinem Webband gemacht habe. Wenn ihr selber ein Band näht aus Stoff, ich zeige das mal mit diesem Teil hier, bräuchtet ihr etwas, was etwa 5 cm breit ist, würdet euch da die Mitte markieren, die Außenkanten auf die Mitte falten, das Ganze dann nochmal falten und dann einmal an allen Kanten entlang nähen. Wenn ihr das breiter haben müsstet, müsstet ihr eben 6 cm breit nehmen. Da könnt ihr ja ein bisschen mit ausprobieren. Aber wenn ihr das so genäht hättet, dann könntet ihr es dann eben falten und hättet so eine Schlaufe. Mit diesem Kunstleder ist das natürlich Quatsch, weil das viel zu dick wird. Aber ich denke, vom Prinzip her habt ihr das verstanden, was ich euch sagen möchte. Wie gesagt, Schrägband ist die einfachste Lösung oder eben Webband. Wenn ihr eure 5 cm Schleife irgendeiner Art gefaltet habt, legt ihr das auch an diese gleiche Stelle und zwar zwischen die Lagen. Das heißt, wir müssten da nochmal rein und legen die Mitte dieses Webbandes genau auf die Markierung, die Schlaufe, also die Falz, in Richtung Mitte eurer Tasche. So, also die Mitte des Webbandes liegt unter der Mitte des Reißverschlusses. All das liegt auf eurer Markierung. Da machen wir das fest. Ich hätte gerne 2 dieser Art und nicht nur 1. Und deshalb mache ich das hier auch. Also hier wieder in die Hälfte gelegt mit der Falz in Richtung Tasche. Also offene Kante nach außen. Suche ich mir hier meinen Knips. Da lege ich das so drauf, dass es genau in der Mitte ist. Und da dann die Mitte der Reißverschlussraupe drauf. Und das Ganze feststecken. So. Dann näht ihr an beiden Seiten einmal circa 1 cm vom Rand entfernt. Hier einmal alles fest. Ich tendiere dazu, an der Stelle, wo der Reißverschluss ist, wo man über die Raupe geht, langsam zu nähen und ganz gerne auch ein paar Mal vor und zurück zu nähen auf der gleichen Nahtlinie. Einfach damit diese Stelle fester gesichert ist. Das ist vor allen Dingen an der Seite, wo wir hier mit unseren Handstichen fixiert haben, deutlich wichtiger als an der anderen Seite. So, ich habe jetzt hier wieder meinen normalen Nähfuß angebracht und habe meine Nadel in der mittleren Nadelposition. Die Nadelposition ist Geschmackssache und hängt davon ab, wie ihr gerne näht und woran ihr euch beim Nähen gerne orientiert. Ich orientiere mich immer gerne an der Mittelkante, deshalb ist für mich die mittlere Nadelposition eine, die ich sehr mag. Ihr könnt euch aber auch am Nähfußrand orientieren und dann entscheiden, wo ihr euch eure Nadel hinstellt. Wichtig ist, dass unsere Naht etwa 1 cm vom Rand entfernt landet. Details dazu. Sollte euch das noch nicht so ganz klar sein mit dem Füßchenbreit und der Nadelposition und der Nahtzugabe, schaut euch bitte, 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 bitte dieses Video hier an, in dem ich das ganze Thema Nahtzugabe und Orientierung beim Nähen sehr, sehr explizit erkläre. Auch wenn ihr schon länger näht, schadet es nicht, sich dieses Video anzugucken. Ich glaube, dass der ein oder andere darin vielleicht noch das ein oder andere hat mitnehmen können bisher schon und dass euch das vielleicht ähnlich geben wird. So, ich denke, jetzt steht euren diversen Taschenprojekten, auch wenn da ein Reißverschluss drin vorkommt, nichts mehr im Wege. Ich verlinke euch hier das ein oder andere, was es auf meinem Kanal schon gibt. Schaut euch ansonsten sehr, sehr gerne bei mir in den Playlisten um und abonniert den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, denn hier auf dem Kanal wird es in nächster Zukunft auf jeden Fall noch ein paar mehr solcher praktischen kleinen Täschchen, Kulturbeutel, Mäppchen, was auch immer geben, in denen ich dann wahrscheinlich eher auf dieses Video verweisen werde, anstatt im Tutorial selbst nochmal ganz weit auszuholen und den Reißverschlussfuß zu erklären.
Aber auch zum Thema Overlock nähen, Kleidung nähen etc. wird es hier natürlich weiterhin Projekte geben. Ebenso wie immer mal wieder zwischendurch das ein oder andere DIY oder einen Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich in jedem Falle, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.